Ja, hallo zusammen und willkommen zu meiner Präsentation sozusagen eines meiner momentan geliebtesten Messer. Und zwar zu diesem hier. Und zwar das Great Eastern Cutlery Tom's Choice Barlow. Nicht umsonst eines der gefragtesten und gesuchtesten Pattern von GEC. Und ich hatte die Möglichkeit, da durch mehr oder weniger einen glücklichen Zufall ranzukommen. Und da musste ich logischerweise zuschlagen. Und dann habe ich das Ding jetzt seit 3 Wochen ungefähr im EDC-Gebrauch und habe mir gedacht, es wäre mal Zeit, euch das ein bisschen genauer zu zeigen und euch so meine Eindrücke dazu zu schildern. Fangen wir mal mit der obligatorischen Papprolle an, die bei allen GECs dabei ist. Die ist hier natürlich auch etwas Besonderes, denn beim diesem Barlow, wie bei allen TC Tom's Choice Barlows, handelt sich's um eine sogenannte SFO, also eine Special Factory Order, und zwar von einem sehr bekannten Herrn in der GEC-Szene, von Charlie Campagna. Entschuldigt, das war mein Hund. Und zwar von Charlie Campagna, also diesem Herrn hier. Und der hat vor, ich weiß nicht, ich glaube 4 Jahren angefangen, mit Great Eastern Cutlery diese SFOs aufzulegen. Und sein Ziel war es nämlich, wie er auch hier hinten auf der Papprolle beschreibt, das könnt ihr dann mal pausieren, vorlesen werde ich es euch nicht, ein Messer zu kreieren, das gedanklich so nah wie möglich an dem Barlow-Messer dran ist, das in den Geschichten von Mark Twain zu Tom Sawyer und Huckleberry Finn beschrieben wird. Und ja, das hat er sich so als gedankliches Vorbild genommen und hat da mittlerweile eine ganze Menge von diesen TC Barlows rausgehauen. Jedes hatte dann auch eine eigene Variation dieses Frontschildes. Hier sieht man jetzt wo ja normalerweise bei dieser wohlbekannten Szene der Farbtopf steht, steht jetzt hier auf einem kleinen Feuerchen ein Topf, wo Chicken Stew oder der Hähncheneintopf draufsteht. Das hängt wohl auch irgendwie damit zusammen, dass der Pin dieses TCs hier sagt, a Barlow in every pocket, und das ist wohl also nagelt mich da nicht drauf fest, aber wohl eine Referenz auf das war mal eine Wahlkampfaussage eines republikanischen Präsidentschaftskandidaten in den USA, von wegen, er würde, ja, to put a chicken in every pot, also in jeden Topf ein Hähnchen packen. Und ich glaube auch 2 Autos in jede Garage oder irgend sowas. Und der fromme Wunsch sozusagen von Charlie Campagna ist eben, ein Barlow in jede Tasche zu kriegen. Der Witz an der ganzen Sache ist nur der, da die Dinger so rar sind, wird es ein bisschen schwierig werden, ein Barlow in jedermanns Tasche zu bekommen. Für das es ja eigentlich so ein Jedermannstaschenmesser ist. Gut, dann machen wir mal mit dem eigentlichen Messer weiter, weil das ist ja das Interessante. Die 2016er Ausgabe dieses TCs hat mal wieder meine geliebte amerikanische Clip-Point-Klinge mit dieser schönen falschen Schneide, langem Pull und dieser schönen Proportion ganz einfach. Ich finde, das ist eine wunderbare Definition von der Clip-Point-Klinge an dem Taschenmesser. Dann auch ganz typisch für einen Barlow der sehr große metallene Bolster, auf dem hier noch schön dekorativ TC vermerkt ist, wobei ich ehrlich gesagt nicht sagen kann, ob das ursprünglich für Tidute Cutlery stand, wie auf den Nummer 77 Barlows, das NF für Northfield, und man dann im Nachhinein sozusagen Tom's Choice praktischerweise draufgedichtet hat, oder ob das tatsächlich daherkommt. Das verweist aber gleich natürlich auch auf die Produktionslinie, unter der das Ganze bei GEC läuft. Das ist natürlich Tidute Cutlery. Und da haben wir die Nummer 15, also das 15 ist ja das Barlow und eins der beliebtesten Pattern überhaupt in allen Variationen. Und dann die Nummer 16, also produziert 2016. Auf der Klinge dann dieses schöne Banner wieder TC Tom's Choice. Und ihr seht schon mal wieder eine ganz schöne Patina, die sich hier gebildet hat. Eine brauchbare Schneide habe ich auch drauf machen können mit dem Sharpmaker auf der 30 Grad Einstellung. Und dann noch, ja, wie soll ich sagen, eine leicht konvexe Mikroschneide drauf gemacht durchs Abziehen. Und ich kann euch sagen, das ist eine wirklich, wirklich gute Größe für ein klassisches EDC-Taschenmesser.
Das ist die 3,5 Zoll Kategorie im geschlossenen Zustand. Also geschlossen irgendwas um die 8,5 Zentimeter, wovon dann ungefähr noch 7 cm Klinge mit 6 cm Schneide übrig bleiben. Und das ist ja, also für mich in Kombination mit einem größeren Fixed, also einem kleinen Fixed oder einem größeren verriegelten Taschenmesser, ist das für mich einfach eine sehr schöne EDC-Größe. Durch diese leichte Abwinkelung der Clip-Point-Klinge nach unten schneidet sich's auch wahnsinnig gut, auch auf Oberflächen, jetzt zum Beispiel bei der Lebensmittelzubereitung, wofür ich das Messer ja auch schon benutzt habe, wie man an der Patina ganz gut erkennen kann. Und zum Schluss möchte ich noch mal wieder auf diese wundervolle Verarbeitungsqualität von Great Eastern Cutlery hinweisen. Es ist einfach wunderbar. Das ist ein ja, All-Steel-Knife, also keine Messingliner, sondern alles aus Stahl. Wobei das hier kein 1095er sein wird, weil sonst wäre der schon deutlich mehr angelaufen, als es jetzt ist. Das Ende der Rückenfeder wunderschön, waagerecht, alle Kanten gebrochen, nichts scharf. Sehr definierter Half-Stop, wobei wir hier ein bisschen überstehen. Stört mich aber nicht. Ganz tolle Federspannung. Und die Federspannung ist übrigens so eingestellt, ich glaube, das haben sie generell jetzt so übernommen, dass die erste Hälfte der Öffnung, also bis zum Half-Stop, ist wirklich soft. Also die ist problemlos pinchbar und leicht, tut auch dem Daumennagel überhaupt nichts, wenn man da mal reingreift. Und die zweite Hälfte ist dann schon deutlich knackiger. Also wenn wir bei der Skala bleiben, ist das hier eine 5 und das hier ist eine 7. Und das macht ja auch Sinn, weil da soll ja der größtmögliche Widerstand eigentlich sein und nicht beim Aufmachen. Wir haben also Peach Seed Chestnut Jigged Bone Schalen mit einem wunderbar filigranen, gleichmäßigen, symmetrischen Jigging-Muster auf beiden Seiten. Wunderbar gemacht. Klingenzentrierung ist absolut top. Im Messer selbst, das sieht man jetzt leider mit der Beleuchtung nicht so prima, ist aber auch alles sauber. Keine seltsamen Toolmarks, wie es immer so schön heißt. Also dieses Messer ist wirklich, ich kann es nur sagen, nicht umsonst eins der geliebtesten und gesuchtesten GECs, die es da draußen gibt. Wenn ihr eins kriegen könnt, holt euch eins, erfreut euch dran, benutzt es auch. Seht es nicht als Safe Queens an, weil dafür sind diese Messer definitiv nicht gedacht. Und ja, erfreut euch an diesem wunderbaren, wunderbaren Barlow. Wenn ihr eins kriegen könnt. Das ist ja die große Kritik mit In Every Pocket. Wahrscheinlich nicht so ganz. Wie auch immer, ich erfreue mich an meinem. Und dann sage ich vielen Dank fürs Reinschauen. Könnt abonnieren, bewerten und so weiter, wie ihr wollt. Gerne kommentieren. Und dann sage ich wiederum vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!